Ihr kleinen Gummibärchen, ich begrüße euch herzlich zurück und die Jule neben mir, die an der Maus sitzt, natürlich auch. Wir spielen Ethan Carter mal wieder. Nach gefühlten Äonen sind wir zurück im Spiel und es gilt für uns immer noch herauszufinden, welche sagenhafte Geschichte sich um den kleinen Ethan Carter rankt. Und wir sind beim letzten Mal, wie es für Frauen so üblich ist, falsch abgebogen. Und haben darum einen wichtigen Abzweig leider verpasst, der uns in der Story weiterbringen wird. Und um das hier nicht unnötig herauszuzögern, haben wir dann mal nachgeschaut. Und jetzt gilt es... What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet. Headed for some bright blade of memory they'll never reach. Jetzt gilt es, den Weg in die Minen zu finden. Und richtig abzubiegen diesmal. Genau, die Minen von Moria sozusagen. Mal schauen, ob wir Gimli finden. Ich bin gespannt. Nein, wir hatten ja eine längere, sehr lange Pause. Aufgrund von Uni und Arbeit. Und jetzt geht's aber wieder beschwingt ins Aufnehmen. Und hier war der Abzweig und ich glaube, wir sind hier gleich als erstes hier rechts. Wir sind rechts gegangen. Und dann kamen wir aber auf die Straße. Richtig. Also wir haben hier irgendwas übersehen. So viel wissen wir. Und ich gehe jetzt einfach mal hier geradeaus. Und ich bin gespannt. Ich liebe dieses Spiel ja einfach immer noch schon alleine aufgrund dieser... Der Grafik. Der Stimmung, die es vermittelt. Das ist so sagenhaft. Und ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt. Ich mag die Stimme des Sprechers. Guck mal, was ist denn das? Das sieht doch das richtig ist ein Dreieck. Aus. Nee, nee. Kann man da nicht rein? Nee, nee. Guck mal, das ist. Okay. Also links ist auch eine Wand, das sieht ganz zwar schlecht, aber. Vielleicht ist es zu hell hier, ne? Ich kann ja mal. Guck mal. Gleich eine ganz andere Stimmung. Guck mal, was ist denn da? Da ist doch was. Da ist doch was. Betreten. Ah ja. Das war easy. Da bin ich direkt ein bisschen betreten, ne? Ja, dass wir das letzte Mal nicht gefunden haben. Hm. Was erinnert mich an eine andere Höhle, oh mein die wir Gott. Genauso wenig gefunden haben. Allerdings in einem anderen Spiel, nämlich in Ark. Oh Gott, ja. Ist auch schon eine Weile her. Oh, was passiert jetzt? Ich hab Angst. Naja, wir sind da durchgekraxelt. Oh Gott. Oh, das sind bestimmt Spinnen. Jetzt ein Feuer wäre gut. Ach, ich kann mich bewegen? Okay. Oh Gott. Hast du es auch gesehen? Da ist ein Ast, ja. Eine Wurzel. Hätte aber eine Spinne sein können. Alles gut, solange es keine. Wieso wird denn das hell? Naja, also ich meine, so ein bisschen Licht wäre nicht schlimm. Guck mal, da hängt Schrift in der Luft. Nee. Was ist das? Licht. Ah! Tatsächlich, Licht. Das ist aber nett, wer hat denn die Licht angebracht? So, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Runde von Outlast. Hatten wir ja lange nicht. Ach, das ist, glaube ich, das. Wir von außen ran konnten, aber nicht rein. Ist es elektrisch? Faszinierend. Es ist elektrisch. Hier geht es nicht weiter, wir müssen hier herum. Kein Gas, kein Strom, wir kommen schon. Was denn, Heil Hitler oder was kommt jetzt? Was? Kein Gas, kein... Naja. Nee, das ist der Leit... Könnte der Leitspruch einer Gas... Strom, Elektro, Reparierfirma sein. Ja, ohne NPD. So, rechts oder links? Im Zweifel immer links, you know. Oder erstmal geradeaus, da ist eine Wand. Kann man da was machen? Hier bei dem Holz? Ich denke nicht. Gut. Ist also ein bisschen links. Arg dunkel. Karin sagt links, ich gehe links. Im Zweifel immer links. Für mich ist im Zweifel immer rechts, aber gut. Das hat uns ja in der letzten Folge nicht sehr weit gebracht mit dem Rechts. Deshalb jetzt mal links. Okay, da kann man runter, da gehen wir erstmal nicht. Richtig? Sehe ich genauso. Erstmal weiter gucken. Aber hier ist auch Ende. Das ist Schicht. Dann möchte ich nochmal nach rechts gehen. Schicht im Schacht. Diesmal stimmt sogar. Ja, daher kommt das bestimmt auch. Ja, Schicht im Schacht. Sprichwort. Aber dann kommt die Schicht wahrscheinlich eher von, also Schichtende sozusagen. Ja, Schicht genau, Schichtende. Siehst du das auch so, dass ich jetzt erstmal hier noch rüber gehe und hier gucke? Ja. Ja. Gut. Und man auch dort nichts. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Tun kann. Oh Gott. Wundervoll. Hätten wir ja gleich mal gucken können. Noch tiefer in die Erde. Ja, naja, richtig in die Mine rein, ja.
noch tiefer zu den Spinnen. Wir haben letztens eine kleine Nachtwanderung gemacht. Oh, Kinders. Es war ein Traum mit Kari. Ja, ich bin ein Schisser, es tut mir leid. Es hat im Wald geraschelt. Ja, es gab Krabbeltiere. Es gab Wald? Natur. Achso, nach unten. Ja, ich will erstmal. Ach, ich kann ihn auch erstmal so fahren lassen, oder wie? Versuch mal. Das wäre ja gar nicht so doof. Nicht, dass der abstürzt oder ja, so. Ja, eben. Erstmal zugucken, was er so kann. Ich kann mich wahrscheinlich auch. Kann ich auch. Nicht. Geht auch nicht. Ich hab gedruckt, aber es geht nicht. Wie tief geht er da runter? Sehr tief. Oh, wow. Die Frage ist, krieg ich ihn auch wieder hoch? Da guckst du in der Röhre, ne? Kannst du drücken? Noch nicht, die Seile bewegen sich noch. Scheint aber zu funktionieren und sehr tief nach unten zu gehen. Jetzt, glaube ich, hält er an. Ja. Speichert. Oben. Okay. Dann holen wir den mal wieder zurück. Mach mich nicht irre. Ich meine, es ist ja kein richtiges Horrorspiel. Das ist ja... Es kommt... Megantula, die Super-Tarantel. Ich dachte nur, ich gehe lieber mal einen Schritt zurück. Na, Kekse und Kuchen? Oh Gott. Habt ihr Hunger? Da ist ja aber nichts drin. Nee, gut, dann können wir ja jetzt nach unten fahren. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Oh Gott, oh Gott. Nein, es ist ja kein Horrorspiel, es ist ja eher. Nee, es ist ja eben. Deswegen. Es ist ja eher ein Detektiv. Erkundungs. Psycho-Adventure. Aber wie leise dieser Fahrstuhl ist, also der muss doch irgendwie gewartet werden. Guck mal nach rechts und links auch runter. Ja, Steine und Lampen. Steine und Lampen. Und Steine und Lampen. Wie war das mit Outlast? Mhm. Aber immerhin wird gespeichert. Und natürlich, wie immer, wenn wir aufnehmen, kriegt man Meerschweindurst. So klar. Hier ist aber dunkel. Da geht nicht weiter. Da geht's, glaube ich, auch nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Kann man da noch links rum? Aber fürs. Nee. Gut. Nur falls man hier irgendwas machen kann, ja. Bin ich trotzdem mal reingegangen. Nur fürs Protokoll. Genau. Komisch, die Lampen hier angebracht sind. Vor allem mal so, mal quer, mal hochkant. Aber wie halt Platz war, vermutlich. Ja. Wird es hier rechts? Oh Gott, links. Da geht's nix. Ah, da geht aber was. Oh, da geht's aber sehr viel weiter. Geradeaus ist ja jetzt eine Wand. Wir gucken erstmal da, genau. Aber wie immer nix. Aber dann erstmal hier rechts? Da geht's auch nicht. Da ist auch eine Wand. Okay. Also ich denke mal, das Spiel wird uns schon führen. Ich folge mal. Oh, wie verwinkelt ist das bitte? Das wäre ja jetzt schon wieder, das wäre genau wie bei der Nachtwanderung. Kann ich Musik anmachen? Ja. Genau. So war's. Oh, bitte? Sie wollten Musik. Sieht so blau aus wie irgendeine Szene wieder. Oh ja, guck. Großer Raum. Ich krieg voll die Gänsehaut. Oh ja. Denk dran, es ist kein Horrorfilm. Spiel. Horrorfilm auch nicht. Hier geht's anscheinend noch weiter runter. Siehst theoretisch. Das haben wir gar nicht geschafft, jetzt den Film zu gucken. Welchen Film? Lights Out. Nee, also ja, nee. Den gucken wir heute auch nicht mehr. Nee. Wollten wir aber eigentlich. Ich weiß also nicht, ich heute, glaube, theoretisch wäre es hier noch weitergegangen. Oder das ist ein bisschen ein bisschen feucht geworden. Was ist denn das da? Nach oben. Warum ist das? Andere Seite. Ja, ist da Rost oder ist da Blut? Ich habe keine Ahnung, guck mal, was da passiert. Jetzt kommt da bestimmt was aus dem Wasser. Okay, lass den erstmal so stehen. Ja, lass erstmal abtropfen. Ja. Ist da irgendwas? Da ist noch was drin. Oh Gott, da. Nein! Das ist jetzt nicht Ethan. Mach auf! Von außen kaputt. Von außen. Oh Gott.
ertrunken. Postmortem vor dem Tod. Ach. Ja, wir müssen wieder sammeln. Ja. Aber wer ist das? Ist das Ethan? Das ist aber auf jeden Fall ein kleiner. Könnte Ethan sein, ne? So ein kleiner Junge irgendwie. Ich meine mich zu erinnern, er hätte diese Klamotten angehabt. Ey, oh Scheiße. Wie kacke ist das? Sind wir schon so weit, dass wir Ethan finden? Ich weiß ehrlich gesagt, ich schieße mich umzudrehen. Ich weiß gar nicht wieso. Ja, das war deine Paranoia in der Nachtwanderung, muss man sagen. Dreh dich nicht um. Das ist nie gut. Ich hab gesagt, sonst kommt Slendy zu dir. Mhm. Und das war genau die Äußerung, die ich noch brauchte. In der Situation. Das war supi. Ja, mal gucken, ob hier irgendwas geht. Ja. Wie geht's jetzt so? Nee. Ja, da muss ich wohl tatsächlich. Was ist denn hier mit diesem Mittelding? Wir bräuchten irgendwie ein bisschen Licht. Ja, das ist aber nichts. Da geht nichts. Das ist ein Stein. Ich dachte nur, man könnte irgendwie noch was. Dann müssen wir wohl hier weiter. Und die Wege der Lore. Ich gehe erstmal hier gucken. Sieht ja aus wie ein Phallus-Symbol. So, geil. Können wir wieder fahren? Ja, aber geht nicht bei Steinen im Weg. Rückwärts. Oh Gott. Erstmal ein Stück. Und dann Schwung holen und gib ihm. Na, wahrscheinlich. Wer weiß, was unter uns liegt. Zurück. Ja, viel geht ja nicht, ne? Ja, reicht ja auch erstmal. Lass mal an, wegen Licht. Schmackes da? Versuch mal mit Schmackes. Bringen wir uns um. Wie bringt man sich um? Teil 50. Na, damit wird es nicht funktionieren. Also wenn du dich da vorlegst, ja. Geronimo! Na? Na? Einfach mal pulverisiert. Cool, weil jetzt kriegen wir Licht. Brauchen wir denn Licht? Hier so, wa? Hier so. Dann können wir vielleicht auch noch eine Weiche stellen, dass wir irgendwie rumfahren können. Ich weiß es nicht, wir gucken uns erstmal um. Ja, wie ist denn hier mit den Weichen? Ja, das geht aber nicht. Achso. Achso, man kann bestimmt eine Runde rumfahren. Aber jetzt können wir erstmal hier ein bisschen mal gucken. Hier ist ja nichts. Schatten. Alter. Danke. Tut mir doch so eine Musik jetzt nicht noch an. Aber wir müssen noch nach hinten gucken, da waren wir ja noch gar nicht. Ja, da können wir ja dann langfahren. Ich dachte, ich fahre erstmal eine Runde. Da können wir doch dann reinfahren. Wenn wir es irgendwie hinkriegen. Wir gucken mal. Achso. Na nee, die Weiche steht ja dann zurück nach ja, links. Ja, genau. Naja, wenn erstmal fahren wir eine Runde. Okay. Gut. Ist hier einfach bei diesem Ding da? Kannst du da dann habe ich ja schon ihn geleuchtet. Ich mache es mal so, dann haben wir nicht Ethan oder wen auch immer beleuchtet. Waren wir hier schon gucken? Guck mal bitte, da geht's nämlich weiter. Halt hier. Spitzhackenregal, Lehrerplatz. Stimmt. Spitzhacke. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Wir brauchen Licht. Oder? Siehst du es auch so? Gehen wir jetzt nochmal zu Ethan. Also vermeintlich Ethan. Berühren und halten. Der ist noch nicht größer. Hier irgendwo. Aber ich sehe noch nichts.
Schon dunkel. Ist es schon dunkel? Ja, jetzt gucke ich erst noch hier hin. Ich glaube nicht, dass da groß weitergeht. Warte mal. Nee, sieht nicht so aus. Es ist mir zu dunkel hier. Ich glaube, ich hätte schon noch weiter gekonnt, aber... Nee, da war Bretter. Achso, das hätte ich nicht gesehen. Ich nicht gesehen. Okay, wir machen erstmal noch ein Stück weiter. Leuchten aus da hinten. So? Jetzt ja. Versuchen die Spitzhacke. Und ob wir diese Erleuchtung bekommen. Oder weiterhin im Dunkeln tappen. Haha. Das sehen wir in der nächsten Folge bei Ethan Carter.